In Amars G-Klasse, ich so, ich muss kotzen, ne? Neugierige Frage, lief auch irgendwas? Oder hast du dich gerade eher belästigt gefühlt? Hat an der Grenze, wie beim Sex mit einer Zollbeamten. Was passiert da? Was ist das? Junge, was ist das? Zelle lebt, Bruder. Zelle lebt einfach. Hello, Leute, und herzlich willkommen zu diesem wundervollen neuen Video. Ich freue mich, dass wir wieder am Start sind. Ich war am Wochenende in Hamburg bei Amar. Wir waren zusammen bei dem Luciano-Konzert. Da war Lina auch noch dabei. Eigentlich wollten wir das ganze Wochenende zusammen verbringen, aber Lina musste leider wieder nach Hause. Aber wir holen das safe nochmal nach. Dann war ich alleine dort und wir haben zusammen gestreamt. Wir haben ein paar TikToks gedreht, die ihr vielleicht gesehen habt. Es ist so lustig geworden. Ich dachte, wir schauen uns mal zusammen die Videos an, beziehungsweise wir reagieren mal zusammen auf den Vlog von Amar. Und ich erzähle euch mal so ein bisschen behind the scenes, was eigentlich passiert ist, weil ich bin ganz ehrlich zu euch, Leute, der Großteil wurde rausgeschnitten, denn es sind echt crazy Sachen passiert. Ja, deswegen dachte ich, schauen wir uns das einfach mal zusammen an. Starten wir einfach mal rein in das Video und ich würde sagen, let's go, Freunde, viel Spaß bei dem Video. Okay, let's go, Freunde, das hier ist der Vlog von Amar. Backstage bei Luciano Konzert VIP Afterparty im Club. Ey, wir sind, ey, guck mal, jetzt, ich kann kurz schon erzählen. Wir sind in diesem Bahnhof in Hannover, ne? Hannover war das Luciano-Konzert und wir sind erstmal nach Hannover gefahren mit dem Zug und nicht mit der, mit dem Auto, weil wir, ja, trinken wollten. Deswegen sind wir nicht im Auto gefahren, ne? Damit wir beide trinken können. Und wir stehen in diesem Bahnhof und Amar schreibt gerade so, ja, wir sind gerade da. Und ich wollte ihm gerade zurückschauen, auf einmal stehen die vor uns und wir haben so angefangen zu lachen. Deswegen lachen wir gerade am Anfang so crazy, weil es war so lustig, ja, irgendwie. So aggressiv, ne? Wir haben so viele schlimme Menschen kennengelernt heute. Wir haben uns riesig viele Feinde gemacht, ja. Aber ist okay. Wir haben Scheiße gebaut. Also eigentlich ist das schon so. Und so viel angeschrien von Menschen. Ja. Soll ich ein Gentleman sein? Ey, ich hab's euch doch schon in meinem Vlog erzählt. Ey, wirklich, es passiert mir jedes Mal. Ich weiß nicht, ob ich einfach zu klein bin oder keine Ahnung was, aber Menschen mit ihren Koffern, die rennen einfach gegen mich, es juckt die nicht. Die schmeißen den Koffer einfach gegen meinen Kopf so. Und ich hab mir so, hallo, was ist denn mit dir? Was habe ich denn jetzt gemacht? Jedes Mal. Auch wir waren beim Starbucks, Menschen rempeln uns an, um an uns vorbeizukommen, anstatt einfach zu sagen, kann ich kurz vorbei? Warum passiert uns das immer? Ich habe das Gefühl, ich habe eine richtig negative Ausstrahlung, wirklich richtig negativ, dass sich Menschen von Grund auf einfach hassen. Wirklich. Es ist jedes Mal so. Und an diesem Tag auch beim Autofahren. Ich bin mit dem Auto zum Bahnhof gefahren. Katastrophe. Nur Vollidioten. Ich schwör's dir. Es ist so schlimm. Ich weiß nicht. Deswegen erzähle ich auch gerade, wie schrecklich es war, weil die Zugfahrt war auch absolut Katastrophe. Es ist unglaublich. Ui. Madame, Ladies, wir müssen dann da irgendwie lang. Gut, das war alles nur für die Kamera. Die Kamera? Perfekt. Hallo, wer bist du? Soll ich mich ausziehen? Für so? Thumbnail. Kann ich mal tippen? Nee. Ja, gut. Ihr müsst jetzt ein Intro machen. Haben wir schon. Okay, ah, achso, ein Intro. Ich habe ein Thumbnail gerade gemacht für euch. Lina. Ich hab den gezeigt. Ja. Ah, okay. Bist du eine super Kamerafrau? Super, ja. Okay. Die kam den. Echt? Dann erst mal. Das Team Asen, erweitert sich. Oh, wow. Das ist so räudig. Geil. Alter, Bro, du bist ein richtiger Gentleman. Das ist doch gar kein Problem. Ich trage gerne deine Sachen auch rein. Oh, vielen Dank. Möchtest du deinen Koffer natürlich auch noch mal? Ja, bitte, Herr Gentleman. Ja, oh, das ist aber schwer. Aber es ist natürlich für mich gar kein Problem. Oh Gott, ich erinnere mich gerade noch. Trainierst du so. Zweimal am Tag, aber ich will damit auch nicht angeben. So seitlich? So? Wie seitlich? So? Ja. Okay, Amar war die ganze Zeit so, okay, welche Mütze trage ich jetzt? Und natürlich hat er sich wieder für die Red Bull Mütze entschieden, was denn sonst? Soll ich so meine Hose auch noch ein bisschen baggy? Ja. Ui, das passt doch. Ein richtiger 16-jähriger Luciano-Fan. Ja, sehr sexy, ja. Also da sind wir gerade angekommen, das total gut. In Hannover. Weil es so schlecht ist echt nicht, aber vorne ist schon besser. Das ist nicht schlecht. Hä, das war doch gut. Ey, ich höre, ja, Mütze nach hinten, also Cap nach hinten finde ich richtig gut. Fühlst du dich wohl oder fühlst du dich unwohl? Ey, diese Diskussion war so lange, aber es war so schlau von mir, stört, es war so schlau. Wenn man so fragt, soll ich das oder das? Und dann sagt jemand das, aber dann findest du das andere eigentlich besser. Und dann merkst du so, ich bin aber unzufrieden mit der Auswahl von der Person. Dann weißt du, okay, ich fühle mich gerade unwohl. Ich will doch das andere. Das ist es. Und auch Münze werfen. Und wenn die Münze etwas gibt, wo ihr irgendwie euch scheiße mitfühlt und euch denkt, scheiße, ich hätte lieber das andere gewollt, dann wisst ihr eigentlich, was ihr wollt. You know, das ist der Trick. Das ist es. Weil da ist es wie so ein Münzwurf. Fühlst du dich jetzt schlecht? Dann möchtest du wahrscheinlich lieber die Mütze tragen. Hör mal in dich rein. Nein, schau mal, das Ding ist, er will die Mütze tragen. Ja, ne? Er will, aber jeder bis jetzt hat ihm gesagt, immer Kappe. Oh nein. Also ich auch Kappe. Ja, Kappe, aber hintenrum, nach hinten. Ich hab Mütze gesagt. Oh, okay.
Ja, und das ist wieder die Mütze geworden. Ich bin doch kein scheiß Insekt oder so. Ihr müsst euch vorstellen, diese Kombination mit Amar ist natürlich ultra weird auf einmal. So, ihr müsst euch vorstellen, es sind auch zwei komplett verschiedene Bubbles. Diese Streamer-Bubble und diese Influencer-Bubble, in der ich bin, diese YouTube-Influencer-Bubble. Weil auch Amar hat absolut keine Ahnung von YouTubern. Es ist so lustig, es ist so verschieden, aber trotzdem irgendwie so gleich. Und wir haben uns ja auch ein paar Mal bei Feiern kennengelernt und wir waren beim Dortmund-Spiel zusammen und so. Deswegen, wir kennen uns auch noch nicht so gut, ne? Es war so random, wir waren so, ja komm, egal, wir kommen einfach am Wochenende zu euch und dann drehen wir coole Sachen und so. Aber wir haben uns ja gerade erst so richtig kennengelernt. Ja, einfach zweimal Amar TV. Oh mein Gott, das. Ey, guckt euch das mal an. Lina setzt mit dem Finger auf einmal an. Ich so, ach du Scheiße, ne? Hätte sie das in meinem Auto gemacht? Ey, ich finde das ja so schlimm, ne? Aber sein Auto, guck mal, wie dreckig das ist. Lina hat natürlich alle unsere Namen draufgeschrieben. Das ist halt auch mein Auto, deswegen mehr Werbung. Okay. Sieht voll cool aus. Und am Ende, ich glaube, das habt ihr in meinem Vlog vielleicht gesehen, hat sich das Ganze noch erweitert und dann stand da noch drauf für Fortnite und noch so ein Schwanz. Es ist so, irgendjemand randommäßiges hat das da noch drauf geschrieben. Und das Ding ist, wir fahren halt mit Amar durch Hamburg und er hat so Fenster auf und Leute rufen so Amar und so, Leute checken schon, dass er es ist in Hamburg. Es ist so lustig irgendwie. Er ist ja auch extrem auffällig mit dem Gehwaggon natürlich. Mach nie wieder mein Auto sauber anscheinend. Sollen die stehen oder was sagst du? Heute sind wir wieder backstage beim Luciano-Konzert. Da haben wir auch ein cooles Foto zusammen gemacht, habt ihr es gesehen? In Hannover komplett auseinander und ich habe direkt zwei Special Ladies eingeladen. Cringe. Da sind die Ladies, das ist einmal Zetzelina. Ja, moin. Ja. Soll ich dich einfach immer so nennen, Zetzelina? Kannst mich auch Zetlinger nennen oder wie du willst. Such dir was aus. Dann nenne ich dich Zetlina, ja. Und, und auf der anderen Seite haben wir Lina. Linuschka. Linuschka, einfach. Ja. Wir nehmen dann Linuschka, ja? Wir nehmen Linuschka. Ach, Lina. Wir nehmen Linuschka. Die beiden Girls sind extra aus Köln jetzt hergekommen, haben eine krasse Fahrt hinter sich. Das war so schlimm, dieser Zugfahrt. Ich fand die wieder zu. Super. Ja. Jetzt haben wir auch noch einen Vlog, könnt ihr auch sehr, sehr gerne abchecken. Ist direkt auch mit verlinkt, sobald das Video fertig ist. Wir sind ja immer ziemlich schnell. Ja, direkt einen Zack und Zack. Online. So direkt wir online. Wir sind beim Luciano-Konzert. Ja, das macht Julian toll. Bin ich schon, weil wo wir in Hamburg waren, das war ja geistesgestört. Jetzt sind wir Hannover. Für mich war das erste Luciano-Konzert. Yes. Du warst schon mal auf dem Konzert? Ja. Für mich ist das erste Mal. Ey, mit mir ist immer das erste Mal. Junge. Digga, was? Naja, das bockt doch nichts. Das bockt nicht. Stehe ich hier schon wieder alleine. Okay, Leute, ey, ganz viel Spaß mit dem Video. Lasst gerne ein Abo da, lasst gerne einen kostenlosen Kommentar da. Würde mich sehr unterstützen. Teilt das Video, weil das ist nämlich auf meinem neuen Zweitkanal amar.relife. Und Schnäpfenpower, unsere Schnäpfe, all we need is Schnäpfenpower. Chat, ihr seid nice. So, und da war dann Luciano. Und jetzt gleich, hör zu. Hi Lina, hi Selina. Es ist so lustig für immer. Wir so, hallo, ich bin Selina. Hallo, ich bin Lina. Wir sind so wack, ich schwöre, wir sind so wack. Also haben wir Luciano kennengelernt. Ach so, das war DJ Easy. Oh Gott, ich check. Check das gerade erst. Hallo. Oh Gott, ich hab's gerade erst gecheckt. Ich wusste gar nicht, wer das ist. Auf jeden Fall, Luciano haben wir da zum ersten Mal kennengelernt. Super nett, super freundlich, total der crazy lustige Typ. Und später waren wir noch mit dem Backstage, erzähl ich euch gleich. Aber jetzt sind wir erstmal vor die Bühne gegangen, um das Konzert uns anzuschauen. Die Jungs gehen jetzt auch rein. Zwei Minuten noch und Abfahrt. Oh, das ist eine Halle. Ja. Hört mal, jetzt warte, ich glaube, jetzt passiert das. Oder? Wann ist das? Hat er das mit aufgenommen? Ey, das wird geistesgestört, heißt es. Oh, ich glaube doch nicht. Aber wir kommen so rein, auf einmal, paff, als wäre irgendwas explodiert. So geisteskrank laut, wir haben uns alle so erschrocken. Es war so komisch. Ich habe keine Ahnung, was das war. Aber das war echt weird. Aber ihr seht schon, also das war wirklich so eine richtige Sporthalle irgendwie. Kein Plan. Aber dafür war es auch enger, kleiner und irgendwie so noch... Ach so, da war's. LOL, habt ihr das gehört? Was ist das denn gewesen? So krank. Live ist Luciano echt nice. Das war echt geile Stimmung. Es war krank, es war wirklich sehr krank. Dann auf jeden Fall kam irgendwann Bamba und dann war natürlich komplett vorbei, ne? Oh Gott. Dieser Moment, Junge. Oh Gott. Ey, ich weiß nicht, wie wir darauf kamen. Ich weiß nicht, wie.
Ich glaube, es war meine Idee und Amar, ich dachte, er sagt nicht ja und dann hat er ja gesagt, ich war so scheiße, jetzt müssen wir das machen. Und dann, wir waren so 2 Sekunden, war ich so auf seinen Schultern und dann kam direkt Security und ich meinte so, oha, chillt mal und so, ne. Oh Gott, und dann sind wir drunter. Aber es war wirklich alles nur für den Vlog, wir wollten keinen damit abfucken, weil irgendwie, ich habe das auf TikTok gepostet und voll viele Leute waren so, oha, voll scheiße, wenn man sowas macht. Dann sieht man nichts mehr, wenn man hinter euch steht, so richtig aggressiv, oha, chill, okay, alles gut. Ja, gut. Das war so lustig. Was ist so der Plan danach? Also Luciano meinte zu mir, also Bro, wir sind danach noch in Celle, das ist neben Hannover. Wir würden da vielleicht noch eine After machen. Ja, da sind wir irgendwie noch 45 Minuten gefahren. So nah sind wir an der Bühne. So nah. Mach einen Blitzer, Bro. Ich weiß nicht, ob ihr es in meinem Vlog gesehen habt, aber dieser Moment, alle am Magischen, alle sind komplett ausgerastet. Ey, bitte, ich freue mich immer, wenn ich Jungs treffe, die mit mir Foto machen, die in meiner Community sind, dann freue ich mich immer voll. Und er sagt, er freut sich wohl, wenn so Frauen auch mit ihm Fotos machen, dass er auch Frauen in der Community hat. Ey, ich schwöre es euch, da sind alle ausgerastet, alle haben am Magischen, wir waren komplett überfordert. Dann hat er noch ein paar Bilder gemacht. Und dann sind wir auch gefahren eigentlich. Oder nee, Quatsch, dann sind wir ja noch Backstage gegangen. Danke, stimmt. Oje, oje. Unangenehm. On our okay, way. Wir sind gerade Backstage hier bei Luciano. Ja. Konzert war krass. Und, Digga, gute Connection. Wir hatten gerade irgendwie so 7 Songs, die er uns vorgespielt hat. Neue Songs. Geist, wirklich sehr geil. Wir können ey, das habe ich nicht gecheckt, ne? Wir sitzen Backstage. Ich bin so dumm. Wir sitzen Backstage. Oh, das ist so dumm, ich drüber nachdenke. Wir sitzen Backstage, da war so eine Couch, wo wir gerade sitzen und da war noch eine Couch. Luciano hat die ganze Zeit gechillt mit so ein paar anderen. Also wir haben die ganze Zeit so in diesem kleinen Raum gechillt. Total nett, wir hatten alle Spaß, alles cool. Luciano hat auch so die ganze Zeit Songs angemacht, so neue Songs. Und ich dachte die ganze Zeit, das sind alte Songs, die ich nicht kenne. Und das waren die ganze Zeit neue. Ich mit meinem Bier, mit meinem Heineken und rechts hatte ich so Champagner. Ich so die ganze Zeit beides zusammengekippt. Dann war mein Kopf schon so ein bisschen schummrig. Ich war so, oh, gutes Level, ne? Und dann habe ich eh schon nichts mehr mitbekommen. Also es war so dumm. Ich schwöre. Ich kann nicht sagen, noch auf was für Features, aber in dem Moment war ich schon drunk. Und jetzt? Guck mich an. Auch schon lange her, dass ich mal einen Tornado gezündet habe. Ewigkeiten her. Ewigkeiten her. Machen wir gar nicht mehr. Ist ja voll out, Digga. Haben wir ja nur erfunden, Digga. Jetzt zu. Jetzt zu. Ich sterbe. Das ist voll wenig. Ich sterbe. Ich weiß, wie geht das? Mach Anleitung. Und guck mal. Sobald das hier alles nur Show. Aber sobald du hier oben bist. Aber wie schlug ich denn? Junge! Warum muss ich das jetzt so? Also das am besten ist, wenn das hier alles offen ist. Drehen. Richtig doll. Ich kann das nicht. Ich will es auch nicht können. Lass mich in Ruhe. Ich schwöre. Alter, ich habe noch nie sowas gemacht. Nee, das kann ich nicht. Da halte ich mich von fern. Ey. So ein Opfer. Aber da, ey, guck mal, es ist viel leerer geworden. Wie schlucke ich denn? Ja. Also da seht ihr nochmal den Raum, der war halt unnormal winzig. Wie bewertest du diese Tanzskills? Ey. 10 von 10. Sex. Bisschen auf Fortnite, irgendwie Dance angelehnt, aber... What the... Oh! War das guter Riss? Oder hast du dich gerade eher belästigt gefühlt? Hart an der Grenze. Wie beim Sex mit einer Zollbeamten. Ja! Yeah. Guck mal, wenn du... Ey, ich schwöre, das hat Julian einfach nicht gecheckt. Diese Zeit, als wir im Backstage waren, folgende Dinge sind passiert. Okay, ich glaube, ihr seht gleich nochmal eine andere Szene. Wir haben da die ganze Zeit mit allen gechillt. Und wirklich 2-3 Stunden, glaube ich, bis wir in den Club gegangen sind, haben da die ganze Zeit auch schon getrunken. Dann sind so ein paar Lapdance passiert. Mehr will ich nicht erzählen. War auf jeden Fall auch sehr lustig. Boah, ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ein bisschen rumgetanzt, bisschen Scheiße gelabert. Und irgendwann gleich kommt auch die Szene. Haben wir Essen gefunden. Das war auch, da haben wir einfach Essen gefunden. Wenn du ein Schiff hast und dieses Schiff hat ein Leck, dann ist sie das Leck. Boah, den fand ich gut. Ja. Sie ist dieser Riss, der unten sie ist dieser Riss. Oh mein Gott!
der war krass. Hier. Wir sind so, da war noch so ein anderer Raum. Nein. Ist gut. Also, schämt sich ein bisschen, ja. Wirklich. Nee, die essen schon. Also, da war noch so ein anderer Raum. Wir sind da so reingegangen. Wir sehen so zwei Teller, ne? Wir sehen so zwei Teller mit so Essen. Und es sah geil aus. Aber es war schon angefressen. Wir waren so, oha, wem gehört das? Scheiß drauf, wir essen das jetzt einfach. Das waren so Teller von Luciano wahrscheinlich und von irgendwem anders, die so zubereitet worden sind und die haben einfach nicht weiter gegessen. Und wir setzen uns einfach in diesen Raum und essen das. Und da war so Fleisch und so Kartoffeln, das war alles so richtig lecker. Und dann haben wir uns das einfach gegönnt, waren schon ein bisschen angetrunken, aber hat gut getan, war eine gute Grundlage für den weiteren Verlauf des Tages. Aber ihr werdet merken am Ende, es war doch nicht so eine gute Grundlage, würde ich sagen. Oh mein Gott. Das ist übrigens Pana da hinten, der war auch unnormal nett. Richtig coole Leute kennengelernt. Bisschen Rinderbraten, ne? Haben wir einmal Tierversklavung, lecker. Oh Gott. Die haben wir noch gar nicht probiert. Ja. Die möchte gerne essen. Sag bitte. Sag bitte, Daddy. Ja, das ist crazy. Sie will das nicht sagen. Sag es. Nein. Lina hat recht wieder schlagen. Leute, wir gehen jetzt auf die Afterparty. Ich darf jetzt ein Gepäck schleppen, weil ich habe eine Wette verloren. Wir haben nämlich gewettet, wer hat den größeren Schlong. Und ihr wisst ja, bei 29 hört es auf, weil wir bei ihm fängt es da gerade an. Ah, let's go, baby. Okay, Leute, neugierige Frage, lief auch irgendwas? Leute, nein. Ey, wir haben auch im Stream die ganze Zeit irgendeine Scheiße gelabert. Es gibt auch so Twitch-Highlights und so. Und ich habe ja auch im Stream so viel Scheiße gelabert. Ne? Aber es ist ja offensichtliche Ironie, okay? Es ist offensichtliche Ironie. Bitte versteht das, okay? Ihr müsst nicht gleich immer denken, dass man was miteinander hat, wenn man zusammen chillt. Grüße gehen raus. Hey. Warum macht ihr? Du musst rechts. Ich mach was Lustiges. Okay, da waren wir, glaube ich, schon ein bisschen dran. Verabreden sich zwei, aber komm nur der eine. Ey, ja, machen wir doch einmal noch mal ganz kurz in die Fresse, Digga. Geil! Wie witzig. Du bist so schlecht, ich schwöre. Ja, wir gehen jetzt zu unserem Platz, Backstage. Luciano kommt auch gleich. Digga, wo gehen wir? Digga, wo sind wir? Das ist Pfand, 1,50. Ja, Digga, hat Bock auf Pfand? Ey, jetzt sind wir jetzt in Celle? Ja. Also wir sind in diesen Club gegangen, in Celle, der heißt Incognito. Und ich habe mich so gewundert, weil wir kommen da rein und wir waren auf so einem, das ist, ihr seht, wo wir gerade chillen, in diesem VIP-Bereich, das war so ein, wie so ein Balkon, Terrasse, keine Ahnung, ne? Und wir haben da so runtergeguckt und diese ganze Menschenmasse hat die ganze Zeit nach vorne geguckt, keiner hat sich bewegt, alle waren so aneinander gekettet. Und ich habe erst später gecheckt, dass es ist, weil alle wussten, dass Luciano gleich kommt und dass es angekündigt war und dass sie so gewartet haben. Ich dachte mir so, was ist das für ein Club? Alle stehen hier so nur dumm rum. Und wir kommen so rein und alle haben natürlich gewartet, dass jetzt Luciano kommt. Und auf einmal steht Amar da oben und alle so, Amar, Amar, Amar. Alle rasten aus wegen Amar. Wir waren so, oha, was geht ab? Selbst Amar war so, Digga, das habe ich auch noch nie erlebt. War auf jeden Fall crazy und Luciano hat dann noch ein, zwei Songs gespielt. Und kam dann auch noch zu uns hoch. Aber ich habe den auch, glaube ich, gar nicht so, also ich weiß gar nicht, ich habe den gar nicht so oft gesehen. Ich glaube, die waren auch oft im Backstage von dem Club. Kein Plan. Ich war eher einfach zu besoffen, ganz ehrlich. Stundenlang und dann geht's ab. Aber Celle sieht schon mal verrückt aus. Die haben ja voll Spaß hier, die Leute. Ich glaube, das ist ein extra Konzert. Ironie. Aber dann, die Leute gingen so krass ab, ne? Ja, ist das krass. Vielleicht war ja auch einer von euch dabei. Krank, guckt euch das an. Bild ist objektiv. Das war auch so gestört, ne? Ich kam darauf nicht klar. Diese Jungs standen da Schlange. Ich schwöre, das ging eine Stunde lang, dass Amar, also ich war die ganze Zeit mit Lina am Trinken, Amar steht da die ganze Zeit und fängt die Handys von den Jungs und macht mit denen so von oben Foto und schmeißt die Handys wieder runter. Was glaubt ihr, wie viele Handys dabei kaputt gegangen sind? Ich kam gar nicht darauf klar. Guckt euch das an! Ich weiß noch, irgendwann hat Lina durch den Zaun so unten die Handys gegrabt und ihm so gegeben. Aber was ist das? Ey, der ist einfach fallen, hä?
Ey, ich war so verwundert in meinem besoffenen Gehirn. Sie sammelt das Handy rein. Jetzt waren wir irgendwie draußen. Keine Ahnung, warum wir kurz draußen waren. Weil ich glaube, später sind wir wieder reingegangen. Oh mein Gott. Thumbnail. Oh Gott. Junge, sie denkt, sie macht Offstream-Reaction. Alter, ey, es war so krank. Wir gehen. Ich weiß nicht mal mehr, warum wir draußen waren kurz. Weil wir sind danach wieder reingegangen. Diese Jungs sind uns hinterhergelaufen. Zelle lebt, Bruder. Zelle lebt einfach. Wir hatten auf einmal übelst viel Security. Wegen Amar, weil die alle so ausgerastet sind. Junge. Ey, wir brauchen Twitch Primes. Was ist das eigentlich? Was ist das? Ich erinnere mich nicht daran, aber man sieht mich auch gleich, wie ich einfach links davon ein Video davon mache mit einem Handy. Keine Ahnung, wem was gehört. Wer hat dieses Video? Wer? Was ist das? Was passiert da? Was ist das? Junge, was ist das? Hä? Wie kam das zustande? Wie? Ich weiß es nicht mehr. Es ist so gestört. Ich hab meinen Antrag in die Zelle gemacht. Okay, kurz nochmal, was noch so passiert ist am Rande, ja. Es gibt noch so Aufnahmen von diesem Tequila-Thema, ne? Der Abend war cool, ich war auf einem guten Level. Ich habe alles mitbekommen. Alles easy, alles cool. Lina und ich haben auch so gleich viel getrunken. Dann auf einmal Campana mit so einem Tequila. Wie heißt der denn nochmal? Dieser teure 1000-Euro-Tequila. Ich so, okay. Die so, ja, der schmeckt voll lecker, ganz anders als diese Tequila, den man so kennt aus dem Club und so. Und ich war so, ja, okay, ich probiere mal, ne? Und ich war die ganze Zeit, dachte ich, irgendjemand hat mir diesen Tequila angedreht, aber im Endeffekt war das komplett andersrum, weil danach habe ich den ganzen Tequila in der Hand gehabt und andere damit abgefüllt. Ich weiß, also mir wurde erzählt, ich hätte so selber aus der Flasche getrunken. Ich habe dann mit dem Tequila andere abfüllen wollen. Ich kam mit so Shotgläsern. Es gibt eine Szene, wo ich Amar einen Shot geben will und ich so sage so, ja, trink so viel du kannst, den Rest trink ich. Sowas sage ich, ne? Als wäre das so was Gesundes jetzt. Ich so, trink so viel du kannst. Und er nippt so dran. Ich so, oha, ich trinke den so aus. Ich so, so geht das. Wo ist das Problem? Auf einmal richtig aggressiv. Ich so, wo ist dein Problem? Warum trinkst du das nicht, ne? Ey, ich hätte das auch so vergessen, hätte ich diese Szene nicht nochmal gesehen. Das war natürlich alles rausgeschnitten. Das war alles ein bisschen zu viel. Aber dieser Gin hat mich komplett auseinandergenommen. Da müsst ihr vorstellen, ich habe absolut keine Ahnung, wie wir nach Hause gekommen sind. Also ins Hotel, wir haben im Hotel gepennt, ne? Also Lina und ich in einem Zimmer, wir haben in einem Hotel gepennt und wir sind wohl mit Amars Auto hin, Julian ist gefahren. Amar hat mir irgendwie so erzählt, dass ich so zu ihm meinte, ich glaube, ich kann nicht mehr. Und dann meinte Amar so, okay, wir müssen anhalten. In Amars G-Klasse ich so, ich muss kotzen, ne? Fast in sein Auto gekotzt. Dann sind wir so raus und er hat wohl meine Haare gehalten und ich habe erstmal schön draußen hingekotzt. Ich weiß nichts mehr davon, haben die mir alles erzählt, ne? Dann sind wir zum Hotel. Ich erinnere mich 0% an das Hotel. Ich habe absolut keine Ahnung, wie wir in das Hotel reingekommen sind, wie wir in die Zimmer gekommen sind. Fragt mich nicht. Und ich bin dann irgendwann einfach aufgewacht. 10 Uhr. Ich guck so, ich denk so, Junge, ich bin betrunken. Das habe ich ja noch nie erlebt. Ich wache auf und ich bin betrunken. Was ist das? Das hatte ich noch nie in meinem ganzen Leben. Dieser Tequila hat mich auseinandergenommen. Ich war einfach so drunk beim Aufwachen. Und ich habe davon auch noch eine Aufnahme, die seht ihr in meinem Vlog, wie ich wirklich morgens gefilmt habe. Und jetzt kommt's. Sonny, letztens hier, erzählt mir so, ja, da haben wir doch per FaceTime drüber geredet, hast du mir schon erzählt. Ich so, hä, was meinst du? Du hast mich doch angerufen um 10 Uhr morgens. Ich so, was redest du? Sie so, Sidia, wir haben um 10 Uhr gefacetimed, als du im Hotel warst und du hast mir das alles schon erzählt. Ich so, Digga, ich habe absolut keine Ahnung, ich kann mich daran nicht mehr erinnern, ne? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe sie wohl angerufen und mit ihr geredet. Kein Plan mehr davon. Ich habe dann versucht, noch ein bisschen auszunüchtern, ging dann auch fit, aber ich habe wirklich den ganzen Tag lang geistkranke Magenschmerzen gehabt. Das Ding ist, Tequila nimmt mich echt auseinander, so Alkohol auf entspannt ist vollkommen in Ordnung, finde ich, wenn man da seine Grenze kennt, kenne ich auch eigentlich, aber dann kam dieser Tequila. Das war das Ende. Übelst scheiße, weil am nächsten Tag auch im Stream, ich habe mich sehr zusammengerissen, aber als Amar und ich dann gestreamt haben, habt ihr vielleicht gesehen, boah, mir ging es wirklich so schlecht. Mein Magen hat so gebrannt, es hat so weh getan. Es war halt ein bisschen schade. Ich meinte am Vortag noch zu Amar, aber lass mal nicht so viel trinken, weil nicht, dass es uns so scheiße geht dann, wenn wir streamen wollen. Was ist,
Ich bin einfach tot. Einfach Alkoholvergiftung. Super dumm, super dumm. Ich hasse das auch sehr. Ich hasse diesen Kater zu haben. Ich hasse das. Aber irgendwie konnte ich es war einfach so, keine Ahnung. Dafür haben wir jetzt eine lustige Story. War auf jeden Fall ein unvergesslicher Abend, was soll ich sagen? Okay, Freunde, ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen. Es war ein sehr, sehr geiler Vlog. Es war eine richtig coole Zeit. Ich hoffe, wir wiederholen das nochmal. Wir sehen uns beim nächsten Video, würde ich sagen, Freunde. Also macht's gut. Ciao.